Unsere erste Trophäe, der Vater. Oh mein Gott, die Grafik. Wow. Wahnsinn. Sie sehen es einfach nicht. Die Daten sagen alles. Wir denken anders. Tja, Herr Minister, dann müssen wir Sie überzeugen. Ich muss gehen. Entschuldigung. Willkommen, Lucas. Danke, Sir. Schön, wieder da zu sein. Was du getan hast, war gut, aber nicht schlau. Du bist zu wichtig für die Operation. Verdammt, du bist mir zu wichtig. Es musste sein. Nur durch meine Gefangenschaft konnte ich die Männer retten. Zum Glück war ein Austausch möglich. Wer war sie? Codename ist Echo. Kanzlerin Visari wollte sie unbedingt zurückhaben. Wir wissen nur, dass sie ein Mischling ist, sonst nichts. Sieh dir das mal an. Als Herrscherin New Helgans werde ich es nicht... Hast du das gesehen? Die Verhandlungen scheiterten vor Tagen. Die Regierung spielt mit, sucht nach Optionen. Aber du weißt, dass es keine gibt. Seit wann verlassen wir uns auf Politiker? Ganz, mein Junge. Hey, ich weiß, ich verlange schon wieder viel. Aber ich brauche deine Hilfe. Die Lage ist ernst, Lucas. Ein Fehler und alles fliegt uns um die Ohren. Was kann ich tun, Sir? Eine Aufklärungsmission bei der Mauer. Infiltration der Militärkommunikation, Truppenbewegungen, Logistik. Wir brauchen Beweise, dann schlagen wir zu. Was ist passiert? Keine Ahnung. Das war vor 2 Stunden. Seitdem ist Funkstille. Du musst da rein. Meld dich, wenn du die Crew und die Daten gefunden hast. Die Helgast wissen von uns. Es geht um Schadensbegrenzung. Keine Spuren hinterlassen. Du schaffst es, da aufzuräumen. Tu dein Bestes. Das kriegen wir locker hin. Der Schatten. Wir haben auch einen ziemlich badassigen Anzug an, glaube ich. Ja. Nicht schlecht. Infiltrieren Sie die Regierungsanlage. Wow. Ich denke, wir haben diesmal in Kills und Shadowfall ein bisschen mehr Freiheit als vorher. Na, wollen wir mal. Follow the Red Way. Die Grafik ist wirklich... Boah. Es ist wirklich genial. Auf Konsolen? Das ist schon was Besonderes. Pulsar, Shadow 1-8 hier. Ich bin in der Anlage. Gute Arbeit, 1-8. Such dein OWL und dein Waffenpaket. Verstanden. OWL und Waffenpaket. Got it. Könnte das denn rumliegen? Irgendwo hier sollte das doch sicher sein. Unter der Plane. Nope.
Können wir noch weiter hochklettern? Ich kletter mal wieder hier hoch. Da haben wir noch was Lustiges da drin. Das dürfte es auch, glaube ich, sein. Kommen wir da irgendwie hoch? Jo. Gar nicht gedacht, dass ich so hoch springen kann. Oder klettern, greifen. Pulsar, ich habe eine Überwachungskamera entdeckt. Rechne mit feindlichem Widerstand. Verwende dein taktisches Echo, um Bedrohungen aufzudecken. Sei vorsichtig, 1-8. Pulsar, Ende. Ja, wenn man das irgendwie zu lange benutzt, habe ich gehört, dann werden die auf einen aufmerksam. Wow, das war knapp zum Beispiel. Okay. Ich brauche trotzdem erstmal meine Ausrüstung. Gehen wir mal vielleicht erstmal hier rein. Und da bis zum Ende. Da war, glaube ich, irgendwas. Ja, Comic-Seite. Also auch noch was ziemlich lustig Sammelbares. Ich finde das so blöd. Wie konnte man den Hellgeist hier auf dem Planeten Schutz gewähren? Das ist so blöd. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wie die uns gejagt haben im dritten Teil. Wie wir Krieg gegen die geführt haben. Das ist so krass, dass die das machen. Zu gutmütig. Und was machen die? Die wollen uns wieder in den Arsch treten. Die wollen sich formieren, sammeln. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, wir erfahren in dem Teil mehr darüber. So, da ist eine Kamera, da können wir schon mal nicht lang. Wir können einfach hier ganz locker lang. Oh, das war knapp. Noch Anlauf genommen, hat trotzdem kaum was gebracht. So, hier ist auch schon Ende im Gelände. Aber nicht ganz. Ich glaube, wir klettern mal hier so runter. Schnell die Zielmarkierung aufzurufen. Wir müssen da hin. Moment, da können wir doch dieses Gefährt doch sicher nutzen. Naja, ich habe so das Gefühl, dass wir einer von den Hellgeist sind. Das andere kann, glaube ich, gar nicht sein. Also ich meine natürlich von der Rüstung her. Das ist schon wahnsinnig gut gestaltet. Das ist sehr stimmig, sehr atmosphärisch. Oh, hochklettern. Lass mich nicht entdecken. Yeah! Wuhu! Da war jetzt irgendwie... Da ist das Blut doch. Yay! Ich schaue nochmal im Optionsmenü nach. Nicht, dass wir hier irgendwas aushaben. Audio... Stimmen normal. Lautsprecher-Setup optimieren. Untertitel sind automatisch ein, das ist nett. Aber ansonsten können wir da nicht so wirklich viel fummeln. Anzeige Blut, Spiel. Nope. Okay. Aber da liegt doch wirklich eine große Blutlache. Und die sieht auch wirklich mal realistisch aus. Wow. Alles voll geblutet. Da müssen wir aufpassen mit dem Ding. Da. Wir sind wie ein Schatten. Komm her. Gute Nacht. Boah, wie der den Kopf wegdreht. Und da war auch endlich das Blut. Wahnsinn. Oh, das Ganze ist so stimmig gestaltet. Die Hellgeist sehen mal wieder so geil aus. Das haben die echt gut hingekriegt. So. Eine Lampe, ein blöder Hut. Besser hier nicht draus trinken. Und anscheinend brauchen die immer noch ihren lustigen Helm, um überleben zu können. Denn die Atmosphäre auf ihrem alten Planeten war nicht die beste. Um das... Oh, das ist geil. Drücken Sie schnell den rechten Stick rein, genau. Um Ihr Messer auf einen zweiten Feind im Sichtbereich zu werfen. Das heißt, wir müssen runter. Shit. Oh, shit. Zack. Und... Er hat nicht geworfen. Wieso hast du nicht geworfen? Hi. Ja, wir sind tot.
Okay, so ein Schnellkämpfen. Runterspringen. R3. Ah, da hat er es gemacht. Boah, voll im Kopf stecken. Boah, wie geil. Okay, wir nur unentdeckt bleiben müssen. Mehr ist das nicht. Hier ist noch keine Sau. Kommen wir durch? Nope. Aber die Tür ist lustig. Ah, das ist meine Drohne. Das ist die Owl, eine schwebende Angriffsdrohne, die über viele nützliche Fähigkeiten verfügt. Um auf die Fähigkeiten zuzugreifen, müssen Sie Owl in einen von 4 Modi versetzen. Wischen Sie nach oben, um den Angriffsmodus zu aktivieren. Okay. Wischen Sie nach rechts, um die Seilrutsche zu aktivieren. Mache ich natürlich auf dem Touchpad, ist ja ganz klar. Und nach unten für den Schildmodus, das ist so cool gerade. Und der Betäubungsmodus. Alles klar, tippen Sie L1, wenn das Symbol aufleuchtet, um einen Befehl zu erteilen. Jo, das funktioniert super. Wie wär's denn mit der Seilrutsche? Das funktioniert echt super, klasse. Ich habe immer gedacht, das stört so ein bisschen, an dem Touchpad herumzufummeln, aber das ist ganz okay, um ehrlich zu sein. Da hat uns das Ding nochmal in den Arsch gerettet. Shadow 1-8, erstes Paket gefunden und gesichert. Unterwegs zum zweiten Paket. Verstanden, 1-8. Munitionsabwurf müsste ganz in der Nähe sein. Das ist doch gut. Oh mein Gott, der Controller, sie liegt so wirklich hammermäßig in der Hand, das ist Wahnsinn. Der Analogstick, da ist ein leichter Widerstand drin. Fühlt sich super an, echt. Spielgefühl ist klasse. So, kommt das Ding automatisch hinterher oder muss ich es immer zu mir rufen? Ich denke, das wird schon irgendwie da auftauchen. Wow. So, gib mir mal den Angriffsbefehl. Korrekt. Oh, duckt schon wieder automatisch an, okay. Gar kein Problem. Da oben ist die Anzeige, gleich ist wieder voll. Und wieder runter. Nee. Wir gehen da nicht runter. Ich kann nicht gleichzeitig Seilrutsche und feuern. Das geht leider nicht. Mach die platt. Dort halt ein bisschen. Boah, die töten das Ding so schnell. Aber es ist irgendwie unsterblich. Warum auch immer. Genau, Feuer nur auf eine Einheit, konzentriere dich da drauf. Perfekt. So, das war's. Munitionspaket gefunden. Verstanden, 1-8. Wow. Der Hammer. Ich habe das Gebiet im Blick. Da hinten steigt eine Rauchsäule auf. Wahrscheinlich der Absturzort. Geh runter und durchsuche die Gegend. Na, was ist sowas von? 1-8 Ende. Was fühlt sich so genial an zu spielen? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Der Controller fühlt sich richtig super an. Der Analogstick. Der Hammer. Da steht doch einer. Kann ich die Seilrutsche hier irgendwie verwenden? Ja, werf die Granate.